wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Mage. Heute bin ich alleine, weil ich bin in der Vorproduktion. Ich gehe auch auf den Server drauf, denn am Wochenende wird es ein bisschen eng für mich ab Donnerstag. Dementsprechend muss ich ein bisschen voraufnehmen, dass wir auch tatsächlich unsere täglichen Folgen bekommen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich extrem verzockt. Mal sehen, was er sagt. Ob ich tatsächlich auch meine Livestreams tatsächlich hinbekomme. Das weiß ich noch nicht. Kann auch sein, dass diese Woche der Livestream für Mage ausfällt. Muss ich lügen? Ich kann es echt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aha, wollte ich gerade sagen. Deswegen, also es kann alles möglich sein. Es kann sein, dass er kommt. Es kann auch sein, dass er nicht kommt. Schade. Ich wollte eigentlich mir die Mobs hier einfangen, aber irgendwie sind ja auch keine, ne? Okay, alles klar. Das heißt, ich werde... Hier oben ist Lava. Da. Jetzt zumindest ein. Was ist mit dir? Das ist eine Riesenspinne. Oh, die ist größer als normal. Okay, läuft. Aber ich brauche eben die Level. Das ist eben das Problem. Ich brauche unbedingt die Level, damit ich mir Mending Moss drauf machen kann. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich habe vor, auf jeden Fall eine Runde in den, in den Untergrund zu gehen, denn ich brauche unbedingt Eisen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich brauche auf jeden Fall auch noch, einmal um die Lumber-Eggs zu reparieren. Das heißt, haben wir noch hier zufälligerweise was drin? Kupfer, Obsidian und Psi-Metal, also Heavy Metal sozusagen, aber kein normales Metall, das ist ein bisschen doof, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich hätte ja gerne noch eine Runde Metall gebraucht, aber nein, Aquamarin, nee. Das heißt, ich muss jetzt erstmal ganz kurz gucken, wo haben wir denn hier, jetzt schon wieder einer zugebaut, wo haben wir, ach gucke, hier ist zum Beispiel hoffentlich etwas, ach, weil er, der nette Herr, genug Licht hat, meint er, brauchen wir hier keine Lichter, okay. Schade auch, er läuft natürlich auch nur durch, schade auch, denn ein bisschen Licht wäre schon cool. Wollen wir mal gucken, ob keiner guckt. Denn zum einen möchte ich meine neue Axt leveln. Zum anderen brauche ich, wie gesagt, dieses Eisen. Das ist... Ich habe Dias. Dias sind immer cool. Ich habe allerdings das Problem, dass ich im Moment nicht weiß... Okay, jetzt weiß ich's. wie ich es hier aufnehmen soll. Okay. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Okay, das heißt, 3 Dias sind es nur gewesen. Aber egal. Besser als gar nichts. Das war auf jeden Fall mal was richtig Gutes. So, dahin ist natürlich jetzt alles schön dunkel, ne? Verdammt, ich hätte mir Wasser mitnehmen sollen. Oh, 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 oh. Das tut weh, das tut weh. Warte. Oh, oh. Scheiße. Ohne Witz, das ist scheiße. Sehr schön, sehr schön. Und hier haben wir schon mal einen angenehmen Bookback, das ist schon mal sehr nice. Komme ich gut drauf klar. So, das heißt, jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmal irgendwie einen kleinen Stein. Was haben wir hier noch? Wooden Shard brauchen wir nicht. Darf man ein bisschen was einsammeln. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder hoch. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Kommt da noch einer? Nein, was können wir noch loswerden? Zuckerrohr können wir noch loswerden. Okay, alles klar. Das ist schon mal nicht ganz uncool. Das heißt, hier unten könnten wir auf jeden Fall leveln. Das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich bräuchte auf jeden Fall ein paar Fackeln. Das ist vielleicht nicht ganz uncool, dass man sich zumindest so eine helle Ecke macht, die man, wo man dann Schutz suchen kann. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall Fackeln. Okay, alles klar. Gut, wir haben schon 8 Level zusammengesammelt, das ist auch nicht verkehrt. Wir gehen jetzt das Eisen schmelzen. Dort werde ich die Axt erstmal wieder reparieren. Danke.
Und nachdem ich diese repariert habe, werde ich die Bäume noch weiter fällen, dass wir noch ein bisschen Mana produzieren können in der Zwischenzeit, solange wir hier sind. Das war der eigentliche ursprüngliche Plan. Und werde dann gucken, dass wir, wobei wir haben jetzt Dias, die könnte ich ja zum einen auf die Härte, ich könnte das natürlich wie 3 Stück haben, ne? Mein Gott, wie unentschlossen ich doch einfach bin, wie unentschlossen. Mit den Dias habe ich jetzt mal so gar nicht gerechnet. Ich wollte gerade sagen, das wäre es gewesen, wenn ich das Eisen unten gelassen hätte. Gehst du runter, um Eisen zu sammeln, was lässt du unten Eisen? Ja. Ist voll in Ordnung, kann ich nicht mitleben, komme ich gar nicht drauf klar. So, wir brauchen... Ich hoffe, das ist genug Platz. Ich mache das mal auf. Ja. Was haben wir gekriegt? Scroll of Freeze. Das war's. Creeper Gas Drop. Den können wir erstmal nichts mit anfangen. Ja, schade auch, ne? Hätte klappen können, dass ich ein bisschen mehr was drin hätte. Aber nein. So, wie sie einfach alle hier mit ihren Schokobos am Gange sind. Ne? Das ist voll gut. Ja. Genau. Du alte Banane. So, das heißt, du müsstest jetzt ja eigentlich geschmolzen sein, richtig? So, dann machen wir dich mal zu Eisen. Reparieren damit erstmal die Axt. Oh, den Chaos brauchen wir nicht. Wir brauchen nur... Ach, gucke, da unten ist sogar Iron Ingot drin. Na super. Na super, Trooper. So, die Lumber-Axt. Einmal repariert, bitte. Dann können wir weiter Holz sammeln. Warte mal, haben wir da nicht schon in der letzten Folge etwas getan? Dass wir natürlich... Cyrid Brick... Wir waren hier gewesen. Wir machten hier Cyrid Bricks. Oh Mann. Es fehlen 2 Stück, richtig? So, dann haben wir zumindest schon mal 2. Lol. So, der Rest kann weg, haben wir 3. Geht auch klar, weil wir machen ja gleich Neues. 1, 2, 3. Husch. Okay. Okay. Warte mal, der geht eine Stunde, ne? Wir könnten natürlich auch, da könnten wir natürlich auch. Ich würde ja gerne das Mana-Tablett machen, ne? Das heißt, ich brauche eine Enderperle oder ein Dia. Jetzt ist natürlich die Sache, wir haben, Mana haben wir ja genug. So, wenn wir jetzt das Mana-Tablett nehmen, hier sind doch irgendwo Mana-Seen. Warte mal, haben wir hier keine Enderperle drin? Wer hat sich denn die Enderperle geholt? Alter Falter. Haben wir hier keine mehr drin? Hallo Freunde. Hat hier noch irgendjemand von Ihnen eine Enderperle, die ihr zufälligerweise nicht braucht? Da hat schon einer Mana-Stil. Oh. Krass. Weil einfach alle Enderperlen jetzt vercraftet sind hier, oder was? Hat keiner mehr eine Enderperle? Okay. Okay. Gut, dann hat wahrscheinlich noch niemand einen Enderman platt gemacht. Nein, die hat bestimmt schon einer vercraftet. Verkraftet. So, pass auf. Ich mache jetzt noch ein bisschen Holz, beziehungsweise Kohle. Dass wir die Mana-Produktion vorantreiben. Würde gerne diese Woche noch versuchen, tatsächlich in Botania ein bisschen weiterzukommen. Dass wir dann auch wirklich mal irgendwann anfangen können, in Richtung Magie zu gehen. Weil irgendwo ist es noch so ein bisschen blöd mit der Vorbereitung. Ne? Auf der anderen Seite, andere haben schon und ich dümpel hier immer noch rum. Aber gehört dazu. Ich bin ja auch nicht gerade der Schnellste, muss man ja auch sagen.
Oh, war das Blut? Eine Kaktusfrucht. Ach du Kacke. Okay, der erste ist kaputt. Können wir den ja schon wieder pflanzen. Planten. Im Übrigen, ihr fragt euch oder habt euch alle gefragt, warum ich hier nicht an diese Baumfarm gehe. Ganz ehrlich, ich habe sie, ohne Witz, ich habe sie wirklich übersehen. Ich habe sie echt übersehen. Ich habe sie nicht erkannt. Und in der Abfrage waren viele gewesen, dass ich hier hingehen soll. Das heißt, ich werde hier in der Ecke noch ein Schild hinbringen, dass ich mich hier hinbaue, quasi hier so ein bisschen reinbaue. Des Weiteren wollte mir jemand auch noch einen Bauvorschlag bringen. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal hier ein Schild hinsetzen. Habe ich noch Schilder? Ein Schild habe ich noch. Sehr schön. So, du kommst da erstmal rein. So, dann werde ich hier erstmal reinschreiben. Poppy. Poppys Land. Don. So, dann werde ich da schon mal kennzeichnen, dass ich da bin, dass ich da hingehöre. Und warte einfach nochmal auf den Bauvorschlag, bevor ich jetzt anfange, das Häusle zu bauen. Leg das mal da unten rein, dann kannst du hier ganz in Ruhe machen. Das ist schon mal in Ordnung. Sehr schön. So, dann brauche ich im Endeffekt, so das haben wir gemacht, Mana-Produktion läuft, soweit es geht. Ein Tablett wollte ich haben. Ein Tablett, weil wir haben ja die Steine haben wir schon. Und ich weiß, hier irgendwo war ein Mana-See, das weiß ich. Au. Dementsprechend möchte ich wirklich jetzt einfach mal sagen, ich mache jetzt etwas ganz Geheimnisvolles. Haben wahrscheinlich alle schon gemacht und ich hänge wie immer nur hinterher. Siehst du, das geht, reingeschmissen und wir haben einen Mana-Diamanten. So, da brauchen wir jetzt noch eine Truhe. Da haben wir Living Rock. 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich, waren das gewesen. Und dann sollte es funktionieren. Warte, ich muss mal ganz kurz das Buch aufrufen. Nee, nicht ganz. Ein paar mehr brauchen wir. Und zwar ungefähr nochmal 3. Und dann haben wir eben diese, das Tablet. Das Tablet ist nämlich schon mal nicht ganz verkehrt, um Mana von A nach B zu transportieren. Das heißt, wo war denn, irgendwo war doch der große See, ne? Oh, verdammt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass irgendwo ein See gewesen ist. Oh. Wenn wir, obwohl, nee, hier ist Lava, da gehe ich nicht hin. Aber wenn wir jetzt etwas vorsichtig irgendwo dran gehen. Kriegt der Schaden? Krass. Das ist ja geil, der kriegt Schaden von der Weite, von der Ferne. Richtig cool. Nein. Nein, doch nicht so, Horrido. Der zieht sich dezent zurück. Okay, schade auch. Da hinten ist ein Enderman. Enderman. Ich würde ja gerne, aber ich suche noch ein bisschen Schutz. Ich habe immer noch so ein bisschen Schiss davor. Aber wenn ich wage, der nicht gewinnt, ne? Was hat er denn da für einen Stein? Okay, alles klar. Es ist immer so ein bisschen doof, ne? Da willst du mutig sein und dann hast du einfach nur Angst, dass du stirbst. Aber was soll schon passieren? Im schlimmsten Fall stirbst du halt, ne? Das ist der andere Punkt. Haben wir nicht noch irgendetwas? Ah, schade, den können wir nicht oben einbauen. Hätte ja klappen können. Nether Goldohr. Wir haben aber keine Steine, ne? Warte, ich habe eine Idee. Ich baue aber welche ab. Ist die einfachste Variante. Und dann setze ich die da oben hin. So. Gucke. Wo ist er hin? Enderman? Weg ist er. Warum? Och, klasse. Jetzt wollte ich mir einen Enderman snacken, weil ich noch eine Perle haben wollte. Der war doch hier eben noch gewesen. Hallo, Enderman? Enderman ist weg. Okay, dann musst du dran glauben, auf jeden Fall. Das ist der erste. Stirb. Einfach. Stirb einfach und sei fröhlich. Okay.
Oh, hier sind alle. Danke. So kommt man zu seinen Leveln. Das ist nämlich auch nicht ganz uncool. Aber trotzdem hätte ich gerne... Verdammt. Der ist weg. Schade. Oh, ein Schild, Mann. Hallo, Schildmann. Haut mir erstmal voll in die Schnauze, ne? Schade, ich dachte, der droppt irgendein Schild. Macht er aber auch nicht. Okay. 9. Ein Level brauche ich noch, um Mending Moss zu machen. Der ist natürlich kaputt. Klar, hätte er auch nicht anders klappen können. Schade auch. Schade, 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 Schokolade. Okay, die Bäume wachsen. Die Axt ist auch kaputt. Dann wird es Zeit, einmal zu operieren. Dann müsste das sein. Dann muss das sein. Schade, ich dachte, ich könnte noch loslatschen. Und mir ein bisschen Mana holen. Und dadurch den Mana-Pool aufladen. Das wäre natürlich noch geiler geworden. Aber das war doof. Ein Block. Ach, ein Block? Obsidian? Wieso denn ein Block? Ah, okay, lol. Wieso kann ich da kein Ingot draus machen? Was ist das denn für ein Schund? Das ist ja voll doof. Aber egal, ich glaube, damit kommen wir klar. Der Rest kann dann dafür verwendet werden, dass er sich dann selber heilt. Achso, extrem verzockt ist schon runter. Ach, krass. Ach, krass. Ach, krass. Ach, krass. Ach, krass. Gut. Ich glaube, das machen wir nächste Folge morgen. Da gehen wir los und machen das Tablett einmal voll, weil irgendwo war hier ein Mana-See. Deswegen, den würde ich da, glaube ich, gerne reinlegen und dann wieder einsammeln. Ich gehe runter vom Server, sage vielen Dank fürs Zuschauen, bewertet den Part natürlich, klar, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Part von Minecraft Mage. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Dankeschön, tschüss. Hey.